Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute öffne ich wieder eine komplette Box der Top Scrum Matchtags Champions League Serie. Da drin sind 18 Packs. Pro Pack sind 4 Karten. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich habe schon 2 Boxen dieser Serie ausgepackt. Wenn ihr beim nächsten Mal 2 Boxen in einem Video sehen wollt, dann lasst direkt hier mal ein Video, dem Video einen Däumchen nach oben da. Vielleicht knacken wir die 300 Likes auf das heutige Display der Topscore Matchtag Serie. Wenn wir die 300 Likes knacken, kommen in den nächsten Tagen 2 Boxen in einem Video. Das ist doch, denke ich mal, ein Deal. Ich habe wieder Toploader am Start, Schutzföhlen sind hier neu am Start. Ich habe Bock und mal gucken, was wir heute alles Feines ziehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht stark genug. So, ich hoffe, dass wir wieder... Ja, was heißt wieder? Wir haben schon eine Autogrammkarte gezogen. Ich verlinke euch die ersten beiden Videos der Serie unten in der Videobeschreibung. Und dann, hoffe ich mal, dass wir am Ende des heutigen Videos, jetzt habe ich das Display weggeschmissen, dann lege ich mir heute ausnahmsweise die Packs hier oben rechts hin und die Karten legen wir jetzt hier oben links hin. So, Abfahrt. Ich muss nicht viel erzählen, ihr kennt die Serie mittlerweile. Ihr habt sie schon öfters gesehen jetzt auf meinem Kanal, zweimal, 2 Displays habe ich schon geöffnet, es ist extrem geil, man hat richtig coole nummerierte Karten. Wir starten mit den Bayern, wir starten mit Thomas Müller. So, die Base lege ich oben links hin und daneben rechts kommen dann die Numbered Karten. Simon Kjær und im ersten Pack haben wir direkt eine grüne. Mauro Icardi und das ist Mancini. Gianluca Mancini, nummeriert zu 99 sogar direkt. Nummeriert zu 99, Gianluca Mancini. Und die nächste, ich sehe es schon, es ist Tsubimendi. Da habe ich mich jetzt spoilern lassen und die ist nummeriert zu 150. Die ist nummeriert zu 150, Daniel Mahlen, Martin de Wun und Ruben Dias. Und ich wundere mich jetzt mittlerweile wirklich, gibt es überhaupt einen Erling Haaland? Sage ich euch ganz ehrlich. Es ist zwar Erling Haaland hier auf dem Pack vorne drauf, also es muss eigentlich Erling Haaland geben, Aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist jetzt das dritte Display und ich habe noch keinen einzigen Erling Haaland gezogen. Inacio, Zaniolo, Legend von Alessandro Del Piero. Und dahinter ist Malinowski, Refractor von Atalanta. Ja komm, Mata, hier, Malinowski, das ist ein großer Disrespect von mir jetzt, ich sleeve den nicht mal ein. Und da kommt eine lila Numbered. Bruno Fernandes, Szoboszlai, Di Lorenzo und das ist Paris, es ist Zumba Neymar als Club 100 Karte. Zumba Neymar als Club 100. Aber wenn man die jetzt beispielsweise, das sehe ich direkt mit meinem Adlerauge, wenn man die jetzt bewerten lassen würde, würde man für die Ränder nicht mal eine 5er Bewertung bekommen, weil oben der Rand ist mini und unten der Rand ist dick wie sonst was. Aber es ist trotzdem eine coole Karte von Neymar, nummeriert zu 299, 53 von 299. Und da kommt, oh, es ist ein Basepack oder was, Jamal Musiala wird aber auch eingesleeft, weil es halt einfach ein Musiala ist. Jared Bowen, Romagnoli und Arribas Next Gen. Das war jetzt wirklich mal ein Basepack, Alter. Gibt's auch nicht häufig in der Top Scrum Serie. Gibt es auch nicht häufig, Stu. Oh, da kommt Refractor, ich glaube Dortmund. Lorente, Azpilicueta. Und da kommt Refractor Erling Haaland. Erling Haaland Refractor. Und weil es einfach ein Erling ist, komm. Das ist jetzt kein Disrespect, das ist einfach, weil ich Erling Haaland liebe. Erling Haaland muss man gerne haben, Erling Haaland muss man lieben. Wird Erling Haaland jetzt in den Toploader gepackt. So ein Ding ist das. Erling, guck mal, was ich für dich mache, Kollege. Guck mal, was ich für dich mache. Ich hoffe, weil ich dich jetzt hier eins liebe, gibst du mir positives Karma. Und ich bin ja jemand, der an sowas glaubt. Ich glaube an positives Karma. Also ich glaube an Karma allgemein so. Weil ich jetzt Erling Haaland eingesleeft habe, so dieser Staub ist jetzt natürlich auf dem Toploader drauf und nicht in der Karte. Erling Haaland, Refractor extrem geil, man muss sich nur einmal aufregen und zack kommt er. Da ist er, Refractor Erling. Dann Neymar, und die hat man ja schon gezeigt.
Sehr nice. Also für mich jetzt das dritte Display hat sich aus meiner Sicht jetzt schon gelohnt, weil Erling Haaland Refractor ist cool. Erling Haaland Refractor ist sehr, sehr, sehr cool. Da hinten haben wir Tsubimendi. Komm, wieder Disrespect hier an Tsubimendi. Ich sleeve dich nicht ein. Ich sleeve dich nicht ein, Kollege. Da kommt eine normale, also normale Refractor von den Bayern. Von Benjamin Pavard. Wird natürlich, der wird eingesleeved, weil es halt ein Bayern-Spieler ist. Ich würde gerne einfach nochmal, ein Autogramm ziehen. Sage ich euch so, wie es ist. Harry Kane, Gerard Piquet, Weston McKennie und es ist Jordi Alba. Number 299. Jordi Alba hatte ich, glaube ich, in meinem allerersten Display. In meinem allerersten Display hatte ich Jordi Alba Jersey Number sogar. Und wieder Pink. Oder wieder hier so ein, ne, das ist Lila diesmal. Also das ist 299. So, genauso wie Neymar. Rafinha und dahinter ist es Napoli, es ist Piotr Zielinski. Piotr Zielinski 254 von 299. Piotr Zielinski. So, Mo Salah, Angelino, Anthony und Ivan Perisic als so eine, ja, Star Number, nicht Numbered, aber so eine Star Parallel, eine Star Insert. Sagen wir es einfach mal so. Bam, komm. Ivan, Abfahrt. Renan Lodi, Leroy Sané, Kurzawa und Thomas Lemar Refractor. Und bis jetzt hatten wir in diesem Display noch keine niedrig, also so richtig, noch keine so richtig niedrig nummerierte. Man muss sich nur einmal aufregen. Ich habe gedacht, jetzt kommt positives. Next Gen Moukoko gibt's auch. Moukoko wird auch eingesleeved hier. Und Van Dijk als Refractor. Bam. Und bam. Ich habe noch 5 Packs. 5 Packs sind noch am Start. Und mal gucken, was am Start ist. Da kommt eine goldene. Man muss sich nur einmal aufregen. Gold ist zu 50. Rashford. Rui Patricio. Und es kommt Angel Di Maria. Ja, der natürlich unter... Nee, das ist gelb. Nicht, das ist nicht Gold, das ist gelb. Es ist Yellow. 75. Nicht 50, sondern 75. Angel Di Maria. Es ist für ihn auch nicht einfach. Ne? Es kommt Messi, Neymar, Mbappé, alle vor ihm. Und Angel Di Maria, der eigentlich nie schlecht war, steht jetzt einfach hinter dem Licht quasi von Messi und so. Das muss für ihn auch keine einfache Situation sein. Kai Havertz, Ante Rebic, Neymar und Pink Raheem Sterling. Pink 199. So, Last Pack Magic, noch nicht ganz, aber 3 Packs kommen noch null. Also nach diesem Pack noch 2. Barnes, Pavard, Zielinski und Kulusevski als Refractor. 2 noch. 2 noch, 2 noch, 2 noch. Komm, eine richtig coole Numbered-Karte noch. Da kommt eine lilane. Das heißt 299 Busquets. Die ist cool. Ja, die ist cool. Die nehme ich. Die nehme ich. 202 zu 299 Jude Bellingham. Also das war ein cooles Pack. Jude Bellingham wird auch in den Toploader gepackt, weil es halt einfach ein Jude Bellingham ist. Und ich glaube an das Karma, weil ich die jetzt in einen Toploader packe, bekomme ich Jude Bellingham im nächsten Display Number zu 50. Ich glaube an das Karma, Leute. So, hier. Passt er hier rein? Die sind ziemlich, ziemlich dünn. Ich glaube, die sind noch dünner. Ah, ne, die passt. Ja, passt. Ein bisschen. Ja, jetzt ein bisschen klopfen. Passt. Passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Jude Bellingham, da ist er doch. Da ist er doch. Also das sind die schönsten Karten aus meiner Sicht. Erling Haaland und Jude Bellingham. Hui. Auch ein geiles Display wieder. Auch ein geiles Display. Ich muss sagen, mit der Topps Chrome Serie. Topps Chrome und ich. So. Curtis Jones.
Erling Haaland nochmal als Base. Nehmen wir mit. Skriniar und Pedri nochmal als dieses Star. Das ist auch nice. Auch geil. Das war auch nochmal ein schönes letztes Pack. Damit kann man doch das Video ideal beenden. Erling Haaland auch nochmal als Basey. Sehr, sehr viele geile Karten gezogen. Musiala war auch dabei. Also ich kann mich heute definitiv nicht beschweren. Moukoko auch. Also wir, das war so ein Dortmund-Display. Natürlich Erling Haaland nochmal als Numbered-Karte. Irgendwie Gold, Yellow wäre nochmal cooler gewesen. Aber es war trotzdem schon in Ordnung. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich. Und wenn ihr nächstes Mal zwei Display-Boxen in einem Video sehen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Einfach ein Like da lassen, das Video teilen, kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi.